Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Guck mal, Kasper, wir sind in Murmeln einfach was. Und meine Murmel ist rot. Meine ist orange, ist deine Farbe. Aber guck mal, wir können ja... Warte mal. Wollen wir hier in Weiß reingehen? Hier ist Rot. Hier oder ist Rot. Komm, lass hier Rot mal rein. Lass mal ein Rot rein. Wow, oh, Alter, das ist ja wie in so einer krassen Rutsche. Wasserrutsche. Was? Oh, jo. Wo geht das hier hin? Oh mein Gott. Geh mal aus dem Weg, hier bist du zu langsam. Alter. Was ist zu langsam? Du bist doch gar nicht... Berührst du mich? Deine Murmel war viel zu langsam Gott. Oh Gott, wir sind ein Riesentrichter. Jo. Jo, was? Guck mich jetzt. Wow. Bin ich hier gerade reingerollt? Ey, warum bist du so schnell reingerollt? Ich bin komplett runtergerollt auf einmal. Und ich bin immer, es geht noch weiter hier, es geht noch weiter. Ich roll immer noch. Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Und ich bin irgendwo angekommen. Ich bin in der Rutsche. Ach, hier geht's wieder nach oben. Ich bin in der Rutsche. Yo. Wo geht's da oben? Hier, du kannst unten jetzt auf den Enterhaken drücken. Zack, Grapple. Nein, guck mal, wir können das hier machen. Guck mal. Hier. Wow. Jo, was? Wie cool ist das denn? Easy, ne? Okay, welche Moment nehmen? Lass mal orange, meine Farbe. Jetzt nehmen deinen, jetzt kommt meine. Orange, orange. Wow! Mein Schwert, die genauso cool ist. Oh mein Gott, ich bin rausgefallen! Ich bin auch rausgefallen. Wow! Wow! Alice. Man sollte rausfallen! Okay, warte. Ja? Nein, sollte man nicht. Ich flieg immer noch. Ich flieg perfekt. Ich probier's nochmal. Wofür? Guck mich an! Guck mich an, wo ich hinflieg, Digga! Ich mach gar nichts! Nein, man sollte nicht rausfallen. Ich bin gerade in der Rutsche drin. In der orangen Rutsche. Boing. Alter, ich bin so krass unterwegs gerade. Ich hole jetzt die schwarze Rutsche. Ich muss mich zurücksetzen. Warte, ich komme auch zur schwarzen. Warte doch auf mich. Komm doch. Die schwarze. Okay, Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Alter, ich bin so eine Rutsche schon mal in so einem riesen Wasserpark gerutscht, ne? Ich auch. Zum Ring auch drauf. Du müsstest eigentlich jetzt gleich genau hier rauskommen. Wo bist du? Ja, da bin ich. Da bist du. Oh. Guck hier, du meinst das blaue Feld, oder was? Nein. Guck mal, da sind so welche über uns. Okay, wollen wir bei Blau rein? Komm, blau rein. Okay, komm. Oh. Das sind so türkise Felder irgendwie, die machen einen nach oben oder so. Keine Ahnung. Und wir sind im größten Murmelpark aller Zeiten. Ja, Oh Gott. Weißt du, was krass wäre? Es gibt zwei Rutschen, die sind abgesperrt. Glaubst du, die wollen wir trotzdem fahren einfach? Die verbotenen Rutschen, du sollst mal rutschen. Die verbotenen Rutschen. Darauf hätte ich mega Lust drauf. Das wäre krass, unbedingt machen. Oh, wow, du gesprungen bist. Was ist das denn? Nein. Ah, du fällst runter. Nein, ich bin rausgefallen. Oh mein Gott. Und Alter. Ich gehe hier wieder unten rauf. Alter, ich gehe gerade wieder rein. Oh mein Gott, ich bin wieder drin. Ich bin drin in der blauen Rutsche. Ja. Okay, ich warte hier oben auf dich. Alter. Sieh zu. Gehst du auch gerade in den Trichter rein? Gehst du in den Trichter wieder rein? Nee, ich bin oben, Bro. Ich warte. Ich bin oben. Hey, ich bin in den Trichter reingegangen bei Blau. Das muss diese versteckte Rutsche sein, diese Mini-Rutsche hier. Bist du ganz oben wieder? Ja, ich warte die ganze Zeit. Oh Gott. Hier, guck mal, diese pinke. Das muss diese abgesperrte sein. Lass die mal zum Ende fahren. Okay, die fahren jetzt. Das war gelb. Gelb, ja. Gelb sieht simpel aus. Gelb sieht richtig simpel aus. Sieht sehr simpel aus. Alter, dieser. Oh. Ey, du steuerst das ja. Ich steuer gar nichts. Wie steuerst du das? Nein, du steuerst das. Guck, wie schnell es geht. Ich bin jetzt schon durch den nächsten Trichter durch. Du musst dich rollen lassen. Oh. Ja, mach ich auch. Oh Gott. Oh. Nein. Du hast auch ein Zeichen bekommen. Alles gut. Ja, nee, also so schnell, wie du durch die Rollen dadurch kommst, hast du dich safe bewegt. Rentner. Ich rolle mich immer noch. So, wie es auch sein sollte. Alter, ich hüpfe perfekt vom gelben Feld zum gelben Feld. Wie? Ja, das passiert nämlich, wenn man nämlich nichts drückt. Was hast du gemacht? Tja, ich habe ein Abzeichen bekommen, du musst nämlich nichts drücken. Du darfst nichts drücken. Ja, ich habe auch ein Abzeichen bekommen, Bro. Nee, du bewegst dich nämlich die ganze Zeit. Natürlich, ich habe Abzeichen Geld bekommen. Komm mal her, ich will dir was zeigen. Komm mal her, du kannst hier oben aufs blaue Feld drauf, hier neben dir. Zack, aufs blaue drauf. Und jetzt nochmal aufs blau. Lol, jetzt was? Sind wir ganz oben, ne? Nein. Siehst du hier hellgelb? Okay, jetzt geh rein, nicht bewegen. Oh mein Gott. Hä? Warte, dass sich die Tür öffnet. Oh nein. Oh, oh. Oh nein. Oh! Ja! Wie schnell sind wir? Oh! Ja, nicht mehr bewegen, das sehe ich. Ja, bei dem ging es halt nicht. Wow! Alter, hier ist so ein Ding, wo man weggeschleudert werden kann. Wo fliege ich hin? Bro, wo bin ich denn hingeflogen? Ich bin einfach wieder oben drauf geflogen. Perfekt. Okay. Alter!
Ich werde jetzt erstarrt. Verschwommene Rutsche. Ich bin drin, ich bin drin. Hä? Oh, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Doch, da kommt. Ich fährt nach oben. Ja, und jetzt gleich siehst du, was an Phase ist. So. Jo. Komm raus hier. Oh, ja. Oh. Ich habe die Mütze, glaube ich, nicht eingesammelt. Oh, oh. Oh, jetzt roll ich hier so. Solche links und rechts. Oh, nein. Oh. Hä? Oh. Oh. Ich hab überholt eben. Oh. Komm bitte rein, bitte rein, bitte rein, bitte rein. Oh nein, ja. Trichter. Ich bin Mann, drin. Du hast abgekürzt. Nee, ich hab nichts bewegt. Was ist denn das Grüne da hinten? Ich sehe es gerade. Alter, die müssen wir rutschen. Das ist eine Bowlingbahn. Okay, welche Bahn willst du jetzt rutschen? Alter, die Bowlingbahn ist auch cool. Ich sehe es gerade. Warte, ich gehe wieder nach Dingens. Ich gehe wieder nach oben. Ich bin oben. Ich will diese hellgrüne rutschen. Okay, pass auf. Dann müssen wir nochmal nach oben ein. Und jetzt ist hier nämlich, jetzt ist hier grün. Müssen nach ein nur nach oben, ein nur nach oben. Da. Nein, okay. Nicht das Grün. Ein anderes Grün, nicht das Neongrün. Grün. Also hier steht hellgrau, aber der Knopf davon ist Neongrün. Ich könnte mir vorstellen, dass hier das ist. Wo denn? Ich sehe dich gar nicht. Hellgrau? Ich bin hier drin, Bro. Nein, es ist ja, hellgrau. Ja, gut, dann geh mal rein. Ist aber hellgrau, du Idiot. Hä? Da war doch der Knopf Neongrün. Hast du es nicht ja, gesehen? Ja, da steht aber hellgrau. Das ist doch die Farbe. Ja, und? Oh. Was ist denn? Oh. Ey, du bist so gebremst. Oh. Alter. Wie schnell drehe ich mich? Oh, das ist das Bowling-Ding. Bowling, oh Gott, cool. Strike. Bowling. Ey, jetzt sind alle schon weg. Weil du Strike gemacht hast. Ich glaube, das ist Boomerang. Boomerang hier, das ist das hier. Boomerang? Okay, los geht's. Ja, das ist das. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo fliegen wir hin? Oh mein Gott, ich fliege aus der Map. Was? Ich auch. Ich flieg zurück. Ich auch. Wow. Alter. Ich bin perfekt gelandet. Du auch? Ich auch. Ich bin wieder hier. Wollen wir die Geistermap mal nehmen? Wo ist die Geister? Ganz unten, hier. Geist. Okay, komm. Oh Gott. Die ist unsichtbar, ne? Oh mein Gott, oh die ist echt unsichtbar. Oh Alter, mein Gott. Das ist verwirrend. Wow. Wow. Hä? Au. Oh. 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 Alter. Okay, okay, die war schnell. Wir nach oben gefeuert, werde ich jetzt gerade hier. Was ist mit so einer... Wenn wir hier noch eine von oben nehmen, so eine weiße einfach. Hier die weiße. Okay, komm. Los geht's. Hier rein in die. Oh mein Gott. Nicht bewegen Münze, jetzt. Münze. Nicht bewegen. Ja, ich hab's okay. Nein. Nicht nein, bekommen, alles leider. Normal. Alles oh. Normal. Oh. Oh, dein Mikro ist enger. Oh Gott. Ich bin gedroppt. Oh, ich auch. Oh Gott. Oh. Wow. Oh. Und rum. Und nochmal rum. Juppie, Looping. Oh. Und noch ein Looping. Die war auch stark. Alter. Die war auch sehr, sehr stark. Okay, ich überlege gerade, komm, lass einmal die geheime Rutsche hier, die pinke machen. Komm. Einmal die pinke? Die andere ist oben. Okay, einmal. Okay, komm. Oh, rein Gott, in die pinke. Klein. Guck mal, da passt man fast die Barbie-Rutsche, Alter. Oh, schneller, weg da. Hä? Weg da. Oh, oh mein Gott, Labyrinth. Guck mal hier. Das ist ein Labyrinth. Oh. Oh. Ja, und du bewegst dich nicht, ist richtig. Mach ich nicht. Hm. Mach ich doch nicht, guck doch. Ja. Wie, du bist schon gesehen, durch. Wie du jetzt gerade auf einmal richtig schnell ja, geworden bist. Du bist schon durch, ich bin doch im Trichter drin, du bist schon durch. Ja, du bist richtig schnell geworden eben. Bewegt. Du bist eben richtig schnell geworden. Bewegt. Du bist ein Schummler. Pass auf, lass mal nochmal nach unten gehen jetzt hier. Und hier gibt es nämlich unten eine Obsidianrutsche. Ich guck mal rein. Rein unterm Spawn. Rein da. Alter. Obsidianrutsche. Oh. Hä? Yo. Wow. Jo, wie cool ist das denn? Alter. Endlich mal eine Rutsche, wo du dich nicht bewegen darfst. Gar nicht. Oh mein Gott. Alter, oh das ist so cool. Wo fliegen wir das hin? Das ist so cool. Oh, wie gesagt, guck mal, das ist genau auf dem Blumenfeld war ich die ganze Zeit eben drauf. Da war ich eben die ganze Zeit drauf. Das ist das, was ich meinte am Anfang. Dann lass doch mal auf das Blaue, müsst die blaue Rutsche machen. Okay, was war das? Okay, warte. Ist das die normale blaue? Nee, oder? Nee, türkis hier unten ist das. Hier ist das. Sicher. Safe. Ein weiter runter als Spawn. Türkis hier. Türkis. Muss das sein. Hier unten jetzt. Okay, let's go, mal gucken. Okay. Ich glaube aber nicht. Doch, safe. Nein. Das Alter! Doch, das ist sie! Sie ist so schnell. Das ist sie nicht. Gott. Oh mein Gott. Tschüss, sie da. Siehst du Nein, auch? Das ist sie nicht. Hier, Diamant. Könnte das. Diamant ist das. Safe. Diamant? Siehst wo du bist das? Das ist Saphir. Ja. Ach, Diamant. Nee, es Diamant ist es nicht. Aber können wir machen. Ich das mach, ist aber ich guck, nicht. Ich guck. Oh, Alter, sieht die krass aus. Ja. Nein, mit so einem Rad. Hey. Yo. Aber es ist sie nicht. Oh aber ich frage mich, wie es sein könnte. Ja auch nicht. Vielleicht eine geheime noch. Die zweite geheime oder so. Jo. Oh. Rein da. Ja, Abflug. Wow, okay. Ey, das war's. Aber die war nicht ganz so krass. Was ist die blaue? Ich will die blaue. Hey, warte mal, hier oben. Roll mal durch.
Was ist denn? Yo! Ich bin drauf den türkisen Feldern wieder! Warte auf mich, lass zusammen hüpfen. Okay. Geh, fahr noch. Okay, ich kann dich auch anhalten, Es macht automatisch, Oh Gott. Oh mein Gott, ich hüpfe. Aber wohin? Das ist das, wo ich am Anfang auch war. Ja, das ist im Kreis. Das ist nämlich einfach nur Zeitvertreib. Das ist keine Rutsche. Wie, das ist ein Kreis. Das siehst du gleich. Du bist jetzt gleich wieder da, wo du am Anfang angefangen hast. Ah. Ey, aber ist voll cool, wie wir rumhüpfen gerade. Echt cool, So, ich gehe wieder nach unten rauf. Jetzt lass die andere geheime Rutsche machen. Komm. Okay, warte, ich komm. Hier, die Neon ist das. Siehst du das? Die Neon? Diese hier. Okay, rein da. Die darf man auch erst ab 18 benutzen. Oh mein Gott, guck mal, wie die aussieht. Oh mein Gott. Die sieht so krass aus, Alter. Wo willst du schnell jetzt? Wow. Was? Alter, ist die krass. Alter, ist die krass. Yo. Was? Das war die? Ich bin runtergefallen. Ah, das ist so eine krasse geheime Rutsche, Alter. Locker, weil du Gas gegeben hast. Hallo, Dada. Hallo. Hallo. Alles gut bei dir? Guck mal. Ja, bei dir. Wir sind hier in so Bällen am Start. Ich sehe dich, aber ich frage mich gerade, Dana, warum hast du eigentlich einen roten Ball und ich einen pinken Ball? Weil ich cooler bin als du. Nein. Mann, wo bist du überhaupt? Ich bin direkt hinter dir. Guck, wir können jetzt ein Rennen fahren. Das ist nämlich das Coole. Das ist nämlich die Ball-Map. Wo bist du? Da. Nee, ich bin ganz weit vorne. Ja, ich sehe das. Nein, ich bin schon hinter dir. Ich glaub, du bist hinter mir, ja? Oh mein Gott. Du bist da vorne, oder? Das ist voll verwirrend. Was sind denn das für Kurven hier? So, ich hab dich gleich überholt. Nee. Nein, ich hab den Bus nicht bekommen. Ah, die Mann. Wo bist du? Du bist direkt hinter mir. Ja, ich glaube, ich hab dich gleich gefunden. Okay. Okay. Bam. Ich sag's dir. Ich bin schnell wieder Blitz. Pikachu. Ja? Nein, ich bin nicht durchs Loch gekommen. Ich seh dich gar nicht. Ich auch nicht. Was machst du da? Falsche Richtung. Du fährst in die falsche Richtung. Ja, du musst hier hoch. Nein! Siehst du mal? Nein. Ich hab dich ausgetrickst. Ich hab dich ausgetrickst. Ey! So. Nein, du spring! Oh mein Gott! Nein! Ich kann besser springen als du. Ja! Nein! Bist du runtergefallen? Nein, ich bin direkt hinter dir! Oh, ich hab mich gerade voll gedreht. Das ist voll uncool. Nein! Ich wollte gucken, wo du bist! Nein, bitte nicht! Vorsichtig! Ich weiß nicht mehr. Oh nein! Hey! Ich hab vor dir. Ich hab gewonnen. Du bist vor mir ins Ziel gekommen! Guck mal her, siehst du mich? Ich möchte auf dich raufspringen. Guck mal hier, siehst du das hier? Boing. Ja. Boing. Guck mal, hier berührst du. Kann ich durch dich durchfliegen? Hier berührst du einfach alles. Mach mal im Kreis. Guck mal, man kann sogar noch hier vorne in so ein Loch rein, ne? Da kannst du einfach. Was für ein Loch? Siehst du das hier? Hallo. Da können wir mit so einem Ball spielen. Yeah! Oh. Ich geh mal zu mir rüber. Ich klaue ihn dir einfach. Ey, nein! Warte, pass auf, guck mal. Und ich habe ihn rausgehauen. Ey, der ist da immer drin. Haben wir jetzt noch ein Rennen gleich? Ja, wir haben jetzt noch so, es gibt noch verschiedene Maps. Diesmal will ich eine Revanche. Ich will dich nämlich besiegen. Schaffst du nicht. Du sagst, ich schaff das nicht? Ich bin schon ganz wild, ich hüpf hier rum. Nee, ja? Oh nein. So, ich bin auch jetzt vorne. Oh, du bist direkt neben mir. Will ich nicht sagen, aber ich schlag dich einfach. Ja. Pass auf, mein pinker Ball, aua, kriegt jetzt Boost. Verdammt, du bist auch unten, ich ne? Ich hab dich fast berührt. Ich bin genau hier hinter dir. Hier ist eine Abkürzung. Hier ist eine Abkürzung Toll, rechts. Ich hab noch gesehen, wie du abgebogen bist. Hier sind voll viele Abkürzungen, muss mal gucken. Oh, ich wollte gerade auf eine Pflanze raufspringen. Ja, da sind voll viele Abkürzungen. Sag mal, auf wie vielen Platz bist du gerade? Ich hab's da nicht hochgeschafft, leider. Wo sieht man denn seinen Platz? Ich bin im Ziel. Rechts. Toll, ich war nur siebte. Aber kein Problem, komm mal mit. Wir können ja nämlich, wollen wir hier hochfahren? Hast du mir nicht gesagt, auf welchem Platz du warst? Ich weiß es leider nicht. Könnte man nicht das sehen. Das steht doch da. Ich bin sogar sechster. Ach, vierter. Ich war vierter. Ah, super. Komm mal hier hoch. Wir können nämlich hier hinten. Nee. Wie, nee? Bist du auf diesem Grün? Ja, komm mal hoch jetzt. Schaffst du das? Das habe ich schon so oft versucht. Ich krieg's einfach nicht hin.
Hallo. Ey, okay, gut. Guck mal, wir können jetzt hier abbouncen gleich. Pass auf. Oh mein Gott, wir drehen uns so schnell. Nein, ich bin noch Boing. Oh, guck mal. Bist du runtergefallen? Wo bist du? Ja, das habe ich doch gesagt. Okay. Ich versuch's nochmal. Warte, ich komm runter. So und rein. Ich war einfach schneller als du. Oh. Nee, aber pass Pokémon, auf, in 5 Sekunden komm, hast du nochmal die Chance, mich zu besiegen in dem Rennen. Ohne Probleme. Okay, deine Chance jetzt. Nein. Nein, ich habe die Kurve nicht gesehen. Oh nein. Oh. 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 Oh mein Gott. Heiße Kohlen. Heiße Kohlen. Oh. Achtung, Achtung. Achtung. Leon, Boing. Wo bist du? Wo ich bin bist vorne. Du? Wo bist du denn? Ich bin hinten. Da, hallo. Oh, Achtung. Schöne Frau. Du bist Lava. Nein, ich bin in Lava gefallen. Nein, auch. Du auch, ne? Gleichzeitig mit dir. Oh, oh nein, schon wieder. Du auch. Alle guten Dinge. Okay, alle guten Dinge sind 3. Du hast recht, du hast recht. Ich, ja, jetzt du musst auch, einfach langsam hier ranfahren, dann geht das. Du schaffst das, ich glaube an dich. Du schaffst das, ja? Mach mich nicht nervös. Jawohl. Nein. Oh, gut, wir haben hier einen Checkpoint. Nein. Wie du ein... Oh Mann, ey, jetzt was? Geht schon wieder los. Stopp, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay. Hä? Stark. Ich glaube, da ist kein Zaun oder so. Ist auch kein... Oh, verdammt. Da ist auch kein Zaun. Du schaffst das, ich glaube an dich. Ist hier ich vorsichtig. Oh nein. Oh. Kann doch nicht wahr sein, du dass kannst ich ja aber so noch hochgehen bin. Und zum Looping machen. Und dann kommst du nämlich in so ein Vulkanziel. Sag mal, wo bist du? Ich bin schon wieder runtergeflogen. Wie kann das denn sein? Ja. Aber bist du jetzt ins Ziel gekommen? Nee, ne? Nein. Hast du es nicht geschafft? Da stand, dass ich nicht fertig war. Ey, komm, warte mal. Dana, komm mal mit. Du bist jetzt gerade in diesem Karussell. Nee. In welchem Karussell? Ich bin hier. Ja, in diesem Ding da drin, warte. Ping-Pong. Boing, Ping-Pong, Ping-Pong. Warte, komm mal hier raus. Hier oben ist so eine Höhle oder sowas. Guck mal. Oh, wir sind schon im nächsten Rennen. Das Ägyptenrennen. Jetzt zieh ich dich ab. Jetzt ziehst du mich mal. Ja, okay. Oh, hey. Du kannst mich zwar bei Mario Kart nicht besiegen, aber hier ist das was ganz anderes. Bei Mario Kart kann ich dich. Ey, nein. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich war auch drin. Ey, das ist halt echt so wie Mario Kart, ne? Ja, nur dass man kein Gas geben kann. Oh. Miau. Oh, du bist voll in die Wand geflogen. Wow. Oh, das ist halt auch wieder mein Glück, ne? Wow. Da denke ich besieg dich. Nein. Ich hab gesehen, du warst irgendwo, am Stehen. Ich war rechts, ich bin rechts leider reingefahren. Oh, wow. Zack. Entschuldigung. Zack. Oh. Oh. Bist du gerade an mir vorbeigezischt? Nein. Ich nehme die Abkürzung. Dana, du schaffst das, du bist die Beste. Welcher Platz bist du? Ich bin 6. Das kann gar nicht sein. Doch. Ich war vor dir am Ziel. Ich habe gerade eine Abkürzung genommen. Ich kann nicht sehen, auf welchem Platz ich war. Ja, bist du hier oben? Ja, guck mal, du hast einen eigenen Pokal, dein Pokéball. Wo bin ich denn? Ich sehe hier keinen Pokal. Guck mal hier, dieser Pokal. Ach, das ist einfach du. Ich bin einfach ein Champ. Das ist einfach ein Champ. Guck mal, siehst du da hier, pass auf, siehst du das da vorne? Siehst du das? Diese durchgehende, lass mal da hingehen. Wir können hier quasi hochklettern. Siehst du das? Warte, ich hole dich ab. Keine Sorge. Bist guck mal hier, komm mit, siehst du mich? Hüpfst du hier rum wie so ein Affe? So, komm mal hier, wir müssen hier hochgehen. Oh, da. Mhm. Zack. Die ganze Zeit springen. Jetzt können wir hier direkt in den Strudel rein. Yeah! Oh. Wow! Oh nein! Gefährlich! Gefährlich! Hä? Ich sag doch, das ist gefährlich. Hast du es geschafft? Natürlich nicht. Oh. Okay. Ich dachte, du hast es vielleicht geschafft. Okay, dann komm. Dann düsen wir nochmal los. Ich glaube, ich bin nicht die Beste. Nein? Nee, ich dachte gerade, ich wäre ganz weit vorne, aber dann haben mich alle überholt. Oh. Halb so schlimm. Oh. Guck mal, du musst einfach auf Abkürzung achten. Pass auf, hier. Ah, es geht gar nicht. Man kann nicht. Ich bin froh, wenn ich auf dem Weg bleibe. Oh. Leon, ich glaube, ich bin vor dir. Glaubst du, ehrlich? Ja, du bist genau ganz eng hinter mir, deshalb versuch ich. Glaub nicht, dass du vor mir bist. Alle zu. Natürlich bin ich vor dir. Nein. Wie nein? Nein. Oh Mann, stopp! Du musst schon schneller rollen, ne? Du musst schon schneller rollen. Bitte jemand. Nein, ich hab den Booster. Ey! Dabei.
So, ist der langsam nicht mehr schwindelig? Wow! Oh. Ey, nein, nein, nein! Nein, du hast die Kurve eng genommen! Oh. Welcher Platt bist du? Da steht die falsche Nummer. Wie, da steht die falsche Nummer? War genau. Bei mir steht die ganze Zeit schon 7. Ey, bei mir steht jetzt auch 7. Kann gar nicht sein. Bei mir steht 6. Ich bin der Gewinner. Ja, das war doch auf jeden Fall lustig, oder nicht? Was denkst du? Natürlich. Ich find's immer witzig, wenn ich gewinne. Oh, guck mal, Leute. Wir dürfen jetzt nicht etwas mit S sagen. Und ich nicht was mit T. Und Mülkan darf nicht was mit F. Oh mein Gott, ich hab was richtig. Oh Gott, eine Disney-Prinzessin. Ich hab was richtig Gutes genommen. Warte, was hast du für ein... Du hast T, darfst du nicht sagen. Ja, gut, dann sag ich das lieber nicht. Alter, ich bin auf jeden Fall hier gerade Erster. Alter, du hast auch Cinderella. Cinderella, was hast du? Ariel, was? Auch nicht schlecht. Okay, jetzt sollen wir ein Fastfood-Restaurant nennen und ich darf das Wort S wieder nicht sagen, beziehungsweise den Buchstaben. Okay, da habe ich doch schon. Oh nein. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist richtig belastend. Pizza. Oh mein Gott, ich wollte das, so ein langes Wort, das wäre gegangen. Oh mein Gott, ich glaube, meins ging. Ich glaube, meins geht, oder? Ja! Jungs, geht Burger nicht? Du musst ein Fastfood-Restaurant nehmen, McDonald's oder sowas. Oh mein Digga, er macht Burger, gibt da ein, Digga. Er macht Burger, Leute. Mach schnell, Digga, sonst gehst du drauf. Ja, ich so. Burger King. Nein! Auseinander musst du schreiben. Zu spät schon, zu spät. Leid. Okay, ist falsch. Nenne eine Frucht. Oh Gott, ich darf nicht das Wort Buchstaben S sagen. Hä? Was ist das denn? Oh mein Gott, ich hab mich gut nach oben gecarried. Ja! Ey, was hattest du? Was habt ihr genommen? Ich hab Pineapple. Ich auch. Ich hätte noch viel weiter machen können, so Watermelon. Bei mir hat er aber nur Apple genommen. Bei mir hat er nur Apple Und ich hab nur Banane jetzt genommen. Oh, was? Okay, ein Musikinstrument. Oh, ey, ich bin wieder da, Jungs. Digga, das ist ein langes Wort. Geht das? Alter! Alter, ich hab auch ein langes Wort. Was habt ihr genommen, hä? Ich hab Klarinette. Ich hab Saxophon. Boah, das hätte ich gar nicht nehmen können, gerade mit S. Oha, die Lava steigt 4. Mülkan, da unten wird schon ganz schön heiß, ne? Digga, ich glaub auch. Was soll ich machen? Eine Blume. Ja! Oh mein Gott. Da kommt ihr niemals drauf. Locke, macht ihr nur. Oh mein Gott, Rose kannst du ja nicht mal, Leon. Nee, Rose kann ich nicht. Ey, Lilie. Ich hab Daisy genommen. Hast du genommen? Orchidee. Oh mein Gott, Orchidee, Digga, war so strong gerade. Okay. Nenne einen Raum in deinem Haus. Okay. Dann habe ich alles Gutes. Nein, das geht ja nicht. Oh mein Gott, let's go. Yeah! Ich auch Nein, ihr habt alle Bathroom, Digga. Ihr habt alle Bathroom. Hab ich auch, ja. Mann. Nein, Bro. Was ist das denn? Mach Küche. Ja, geht ja nicht Kitchen, Bro, mit Tee. Oh mein Gott. Natürlich geht das mit Tee. Bro, was mit Tee? Nee, ich hab ja einen Tee. Darf ich nicht sagen? Tee nicht schreiben. Hä, Kitchen wird ohne Tee geschrieben. Nein, du Idiot! K-I-T-C-I-N! Er nimmt Living Room nicht! Er nimmt Living Room nicht! Haha! Warte mal, ein Disney-Movie! Oh Gott, ein Disney-Movie? Oh, ich hab direkt einen, Junge! Oh, warte, ich hab auch einen guten. Oh mein Gott! Ja! Yeah. Was habt ihr? Ich hab Findet Nemo! Ich auch! König der Löwen! Alter! Lion King hast du geschrieben. Okay, Alter, wir sind schon gut dabei, ne? Ja, richtig, richtig gut. Ey, ich darf kein S sagen, Mann. Hä, sag mal, wer antwortet denn jetzt hier nicht? Irgendwer antwortet. Der ganz hinten, der kleine Professor. Der weiß nichts. Doch, der hat schon geantwortet. Ganz links. Oh, wird schon wieder eine Blume nehmen? Okay, war easy. Das war easy. Jetzt habt ihr alle den langen von mir. Eben. Ja, war klar, dass du da gut warst. Hast du mir kann? Ja, ich hab dasselbe genommen. Orchidee, alle, Digga. Solche Abgucker, Digga. Aber auch richtig Glück gehabt, dass ihr auch einfach die Buchstaben habt, die dann halt nicht fehlen, ne? Ja, safe. Oh, es ist aber auch interessant, weil wir einfach verschiedene Buchstaben haben. Guck mal, ich darf S nicht sagen. Oh, warte mal. Eine Ferienart? Oh. Name a Holiday. Oh Gott, was könnte das denn sein? Vielleicht so? Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Nein, das ist voll kurz. Was hast du genommen? Nein. Ich hab Beach genommen. Ey, ich hab Sommerferien genommen. Summer? Ich hab Summer einfach nur. Was hast du, Mirka? Summer Holiday. Nee, ging nicht. Cool. Oh nein, es wurde nur Sommer. Mann, ey. Es wurde nur Summer angenommen. Oh. Digga, du chillst einfach da ganz unten noch. Yeah! Hä? Yeah! Watermelon! Haha, du kannst Watermelon nicht nehmen, weil du einen Tee hast. Nenne einen Raum in deinem Haus. Ja gut, okay. Jetzt wiederholt sich das hier oder was? Zack. Aber jetzt hast du Living Room gesagt, da ne? Da tut mir Kaspar rein. Was? Living Room? Living Room? Oh, oh mein also Gott! Echt. Mann, ey. Abgucker. Oh Gott, eine Sportart. Abgucker. Oh nein, ohne S jetzt.
Oh Gott. Oh, das ist schwer. Yo, ich bin wieder da. Hallo. Sportart. Ja. Yeah. Ich bin auch wieder da. Alter. Was hast du für einen verbotenen Buchstaben Baseball, T, ne? Volleyball. Boah, war auch krass. Ich hab Basketball, also Basketball. Nenne ein Candy. Oh Gott. Geht das hier vielleicht? Ja! Wow. Was habt ihr? Chocolate. Schokolade, ja. Ich hab Lollipop. Lollipop, Digga. Wer ging auch? Er ist ein richtiger Lollipop, Leute. Digga, ging auch. Ja. Okay, komm schon. Wer zuerst hier drauf geht, ist am schlechtesten. Ich sag's euch so, wie es ist, Jungs. Aber ihr seht, wer die Krone hat, Jungs. Ja, aber du siehst, wer höher ist gerade, ne? Und die Lava kommt immer näher. Noch 2 Sekunden. Guck mal, schon 8 Blöcke jetzt schon. Das heißt, wir haben nicht mehr lange zu überleben, Leute. Ein Schulfach. Oh nein, ich hab richtig Schlechtes genommen. Wow! Hä? Oh mein Gott! Was? Ich hab so ein langes genommen gerade, Alter. Was soll das denn jetzt sein? Ich hab Mathematik geschrieben und er nimmt nur Mathe. Haha, ja, weil du es falsch geschrieben hast, ey. Hab ich nicht. Nein, das ich hab's auch richtig geschrieben. Bei mir ist jetzt auch nur Mathe. Das ist ja unkorrekt. Wie unkorrekt, ihr habt locker falsch geschrieben, Digga. Nein, wir haben es richtig geschrieben. Philosophie. Digga, ja! Könnt ihr sagen, was hätte ich gar nicht nehmen können bei mir mit S. Boah, okay, ein Shape, okay. Boah, was können wir da nehmen? Nein, das geht nicht. Es gibt halt einen leichten, ne? Ist klar, Circle. Den weiß ja jeder gefühlt, ne? Aber ich überleg gerade. Also Leon, ich würde, wenn ich drüber, würde ich ja Triangle nehmen. Triangle? Oh mein Gott. Ja, aber Digga, kann Lama, Digga, du Assi! Alter! Wie korrekt! Digga, was für Teaming hier? Was soll das denn? Ja, die Krone muss gestürzt werden. Ja, ist so. Den Kronmeister hier. Ich zieh ihn noch ab hier. Ich sag, oh Jungs, die Lava, die kommen immer näher. Na, ich spür schon langsam. Auch Mülkern unten. Eine Farbe. Was machst du? Mach doch nicht sowas. Wir sind schon lange genug an der Lava. Wir müssen doch lange genug überleben. Oh Gott. Was ist denn die längste Farbe? Purple habe ich. Was habt ihr? Ey, wie unkorrekt. Du hast ja von mir abgezogen. Hey! Ich habe von allen abgezogen, Digga. Das kann man nur von allen. Unkorrekt, Alter. Richtig unkorrekt. Die Krone muss aufrichtig bleiben. So, hier nochmal ein bisschen. Stark. Jetzt kommt die Aufholjagd hier. Nein, ja, das hältst du mir nicht ein. Was hatte ich denn eben? Na, kein Druck. Was hatte ich denn eben, Digga? Was war's denn nicht? Irgendwas mit Tee. Violine. Er nimmt statt Saxophon Violin. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Diep. Oh, wir kommen immer höher, Leute. Guck mal, Kaspar mit 10. Er hat mir 10 Blöcke aber gezogen. Ich bin trotzdem wieder 3 hinter ihm. Oh. Ach komm, gar nichts los. Oh mein Gott, ein Eiscreme-Geschmack. Oh Gott. Oh, da gibt's so einen geilen, Digga. Nein. Bro, ist so easy eigentlich, aber ich kann es nicht nehmen. Ich überleg auch gerade. Was nimmt man denn da? Muss ich den nehmen? Ah, Chocolate. Oh mein Gott, guck das Wort. Chocolate. Alter. Ich hab Stracciatella genommen. Alter, Kaspar, du hättest Strawberry nehmen können, du Idiot. Nee, Straw merkst du selber, ne? Ach ja, stimmt. Nenn ein Tier. Es könnte ein langes Tier sein, ich überleg gerade. Oh mein Gott. Ey. Hä? Gleich auf, Digga. Was hast du genommen? Hey. Oh Giraffe. Gott. Giraffe. Alter, Mürkan, du musst jetzt reinhauen. Was ein ist Haustier, Alter, ein Haustier. Du musst jetzt 12 Wörter musst du jetzt nehmen, ne? Ein Haustier. Boah. Gott, ey, nein. Ich kann doch jetzt nicht einfach... Jungs, ich nehme Hund und ich verabschiede mich von euch. Nein, das kannst du nicht nehmen. Nein. Hä, hey, ja, ich gerade. Nein, ist auch wieder ein S drin. Ich muss irgendwas nehmen. Auch wieder ein S drin. Und du hast keins genommen? Da ist auch ein S drin. Nein, oh mein Gott, ihr seid so weit oben. Hä? Ich hab geschrieben. Hey, ich schreibe, es passiert nichts. Du warst zu spät. Ich hatte noch 10 Sekunden. Was ist das denn für Sekunden? Nein, war schon vorbei. Nein, bei mir stand 10 Sekunden. Das war voll unkorrekt. Digga, irgendwas gekauft oder so. Nenn einen Superhelden. Hä, das war ein Ding. Jetzt war mir schon noch 10 Sekunden und ich tripp ein. Wie unkorrekt war das denn jetzt? Ein Superschurken. Okay, ja. Es könnte dann ein Superschurken. Vielleicht dran ein Schurke, ne? Kein Superheld, ein Schurke. Würde ich Batman nehmen, wäre ich eben. Als ob der nicht geht, Alter. Boah, Batman was? Auch stark. Ey, ich nehm Darth Vader, ne? Superman ist auch kein Superschurke. Was ist das denn? Und jetzt guck mal, Superhero, Digga. Jetzt kann ich auch mal Superman nehmen. Was? Das ist ja richtig unkorrekt. Und du kannst Superman nicht mal nehmen, weil du S nicht sagst. Nein, weil ich ein S hab. Yippie. Unkorrekt. Oh!
Und da passiert. Das war unkorrekt, Bro. Nee, jetzt sind wir wieder auf einem Level. Jetzt das war unkorrekt. Das sind wir wieder auf einem Level. Was sollte das denn gerade? So ein easy Ding schenke ich dir nicht. Okay, einen Superhelden. Digga, was kann ich da nehmen? Also so ein 31er, ich glaube. Was kann ich da nehmen bei Superhelden? Wie wäre es denn beispielsweise mit... So. Oh mein Gott. Du kannst nicht über mir sein, Digga. Doch, du hast, mir auch eben einen weg explodiert. Digga! Digga! Hä, wer hat gewonnen? Ja! Ich hab aber noch die Krone auf. Ich hab gewonnen! Hast du gar nicht? Wie viele Knochen gibt es im Menschenkörper? Und ich hab eine Antwort. Was? Gesehen. Weißt du das oder was? Ich hab nichts eingegeben. Ich hab 206 eingegeben. Ja. Woher weißt du das? Allgemeinwissen. Bro. Also heute machen wir anscheinend die Fragen aller Fragen. Die krassesten Fragen. Wie viel Fragen musst du zu 2 hinzufügen, um 5 zu halten? Das ist doch voll leicht, oder nicht? Hä? Ich habe jetzt einfach Dings genommen. 2 hinzufügen? 3, meine ich. Ja, habe ich auch genommen. 3 oder? Ja. Oder ist doch, ja. Ja, so richtig. Okay. Ah, ist ja super easy. Alter, das Wasser steigt dann. Wir sind in so einem Wassertank. Ja, oh mein Gott. Ja, genau. Wie viele Wochen sind in einem Jahr? Oh. Wow. Das ist natürlich eine ganz schwierige Nummer. Muss man ein bisschen 53 rechnen, würde ich mal fast. Wochen. Nee. 62, du Idiot. Das sind 91 Wochen. Du warst falsch. Hä, ich dachte 48. Hä, 12 mal 4, Digga, bin ich lost? 12 mal 4 habe ich gerechnet. Wenn 0 durch 34 teilen will, was wird die Antwort sein? Ja, gut, okay. Das war richtig schlecht von dir. 12 mal 4. Ja, was? Da habe ich gerechnet. Hä, es sind 2 mal 2 ist jedes Kind. Ich weiß. Ich wollte doch nur einen Spaß machen. Mein Gott, das Wasser steigt bei allen schon, außer bei mir. Wie viele Spieler bilden ein Feldhockey-Team? Oh mein Gott. Boah, ich glaube, das waren so viele, aber ich bin mir da ein bisschen unsicher. Hast du über 10 oder hast du unter 10? Ich glaube, es ist unter 10. Ich glaube, ich habe 8 jetzt genommen. Ist nicht dein Ernst. Ich habe auch 8. Nein! Als wenn wir beide 8 genommen haben. Als ob so viel wie beim Fußballspiel. Als ob. Okay, wie viele Nasen hat eine Dingens, eine Nacktschnecke? Was ist denn? Ah, okay. War das jetzt richtig oder falsch? Ich glaube, ich habe gerade an Nasenlöcher gedacht. Bro, ich habe auch an Nasenlöcher gedacht. Nein! 4? 4 Nasen? Alter. Ich wollte 4 eingeben zuerst. Wie viele Hände haben die Menschen? Also wirklich, was ist das denn das für eine Babyfrage, sag mal. Die ist ja einfach. Die ist rausgegangen einfach aus ihrem Dingens. Nee, die ist ertrunken. Das Wasser war über ihrem Kopf, glaube ich, oder? Ach, als ob das schon so schnell geht. Oh. Oder? Ich weiß nicht genau. Gute Frage. Ich dachte, der Tank muss komplett gefüllt sein. Oh, guck mal, die links ist auch ertrunken, ja. Das war's mit der. Oh, die Arme. Wie viele Finger hat der Mensch? Also wirklich, das sind ja wirklich Hippie-Aufgaben hier. Ja, du wusstest ja nicht mal die Knochen. Du wusstest ja nicht mal die Wochen. Ja, die Knochen, Digga, wolltest du das wissen? Du wusstest Bro, hab ja mir nie jemand erzählt. Biologieunterricht war nie so meins. Ja, Biologie. Ehrlich. Wie viele Ziffern gibt es in 0 bis 9? 9. Zählt die 0 da jetzt noch mit? Ziffern? Zählt die 0 da jetzt noch mit? Die 0 ist doch auch eine Ziffer. Ich glaube, ja, ich mach 10. Ich mach lieber 1. Ich glaube, ich auch eine Ziffer, ne? Ja, ich habe auch eine 10 genommen. Ich auch. Ja, okay. Ja, Rollo, Alter. Ich war gerade überlegen. Ich hätte gerade gezählt mit meiner Hand. Du wolltest? Hast du echt gezählt? Du wolltest doch locker 9 eingeben. Okay, wie viele Linien hat das Adidas-Logo? Oh nein. Waren das jetzt 3 oder 5? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Waren das 3 oder 5? Sag schnell. Ich sag auch drei. Ja, Gott sei Dank, sag mal. Nix hier ertrunken. Ich bleib hier den ganzen Tag ruhig im Wasser. Okay, wie viele Nullen hat eine Trillion? Bro, warte mal. Oh Gott, ich weiß es, glaube ich. Gott, wenn das jetzt stimmt, 12. Nein, ja! 13. Oh mein Gott, jawoll, Alter. 12, ich war Alter, unsicher. Ich war richtig unsicher. Wie viele Tasten bist du auf einer Tastatur? Ey, was? Was? Ey, Bro, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 9, 10. Boah, locker. Wie soll man denn das wissen? Ich sag das hier einfach. Es sind auf jeden Fall mega viele. Ich sag 63. Ich sag 80. 104? Boah, weißt du das? Alter. Nein! Dann noch eine Frage falsch, das war's. Die Frage so schwer. Ich weiß. Okay, wenn deine Erdbeere 4 Samen hat und du aus 2 isst, wie viel sind dann noch übrig? Es
ich sag mal so, es ist eine Pfandfrage. Zwei. Hä? Ich dachte, weil es eine Kirsche ist. Dachte ich so ein bisschen, weil er nur einen Kern hat, weißt du? Dachte ich so, wäre so eine Pfandfrage. Wie viele Spieler gibt es in einem Basketballteam? Oh nein. Boah, das sind, warte mal, eins weißt pro du Ecke was? Einer. Ich glaube neun. Nein, niemals neun. Ich glaube neun. Niemals neun. Du sagst sieben? Ja, ich sag sieben. Oh mein nein. Gott. Nein! Fünf? Nur fünf? Verdammt, ich habe sechs gegeben. Oh Gott! Hey! Ja! Ich bin schon mal besser als du. Ja, in der ersten Runde vielleicht. In der ersten Runde. Du kannst auch links einen Hinweis kaufen oder rechts und noch jemanden ertrinken lassen, ne? Das könntest aber du jetzt kaufen. Aber hab ich noch nie gemacht. Ich hab noch nie, 20 Robux. So. Wie viele Farben... Ey! Was soll das denn? Du hast gesagt, ich soll es kaufen. Machen wir mal normal. Ey, man wollen ja leicht... Mach normal. Warte, normal. Und leicht und ist leicht geworden. Leicht. Okay. Hatten wir eben auch leicht? Ja, hatten eben auch leicht. Wie viele Mondphasen gibt es? Boah, das wusste ich mal. Warte mal. Mondphasen? Du googelst gerade. Nein! Eine, oder nicht? Oh Gott. Ey, was jetzt? Was? Ich hab, Mann. Bro, ich hab mir einen Hinweis gekauft. Und da ist gar nichts passiert. Wie viele Finger hat eine Katze? Hättest du da mal leichte Fragen sein? Wie hatte die nochmal? Vier oder fünf? Ich sage, ich hab meine Zahl. Ich hab meine Zahl. Okay, ich und auch. Zwar hat sie acht Finger. Acht. Also wirklich 18. 18. 18 Finger. Okay. Was? Wie viele Planeten gibt es im Sonnensystem? Oh Gott, Bruder, da bin ich komplett raus. Ich mache mich hier zum Depp, Digga. Keine Ahnung. Oh Gott, das hätte wir nicht spielen sollen. Warte mal, ich glaube, es waren 16. Ich glaube, es waren 9. Ja, ist so gelernt, das läuft direkt. Aber ich glaube, Pluto zählt ja nicht mal. Es sind 8, ja, Pluto nicht mehr. Warte, Digga, ich komme mit 16. Ich komme mit 16. 16? Digga, die 8 wurden halt noch nicht entdeckt, Mann. Aber es gibt okay, die. Jamie liest 14 Seiten in einem 38-seitigen Buch. Ja. Wie viele Seiten sind übrig? Das ist ja leicht. Also, wenn man das jetzt falsch hat, ne? Dann ist also man wenn man das jetzt falsch dann ist man Mathe, dann ist man Mathe Lusche. Dann ist man, wie man in Polen sagen würde, dabil. Dann ist man dabil, dann ist man blöd. Und wie viele Nullen in eine Billion? Oh. Ich weiß es. Warte mal. Ich weiß es. 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 Ich weiß nicht, ob das stimmt. Du hast einen Hinweis gekriegt. Nein, neun. Neun. Als ob neun. Du hast wieder 12 genommen? Das war dasselbe wie Trillion, du Idiot. Oh mein Gott, wie viele Pairs auf eine Biene? Haare. Ich würde sagen 4, oder nicht? Ja, nee, ich würde sagen 2. Oh, was? Die sind doch unterschiedlich. Maschine. Hast du nicht B-Movie geguckt, oder was? Wie viele Stiefschwestern hat Aschenputtel? Boah, das sind so Märchen, so da habe ich keine Ahnung von. Ich sag, ich war's nochmal. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich hatte 2, oder nicht? Die hat doch 2 Stiefschwestern. Nee, mehr. Ah, 2 hatte sie doch. Was? Ja. Digga, ich bin aber zu schlecht für dieses Spiel. Ertrink, Kaspar. Noch einmal und dann war's das mit mir. Wie viele Bälle befinden sich zum Beginn eines Spiels auf einem Billardtisch? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Zu Beginn eines Spiels. Ich weiß es. Nein. Ich glaube, es sind 15. Ich habe 16. Verdammt. Ich hätte mehr genommen. Okay, wie viel Grad sind im Kreis? Also das ist ja wirklich leicht. Wie viel Grad sind im Kreis? Ja, 15 Grad hat auch immer einen Kreis. Weiß man doch. 15 Grad Raumtemperatur sind immer in einem Kreis. Hä, 0 Grad? Was für 0 Grad? Digga, 360 Grad natürlich, Alter. Bist du lost oder was? 0 Grad der Kreis. Wie viele Primärfarben gibt es? Saison. Hä, ich hab's. Ich hab's. Oder nicht? Wie, du hast es? 5. Denkst du jetzt an RGB? An RGB? Nein, 5 Stück oder nicht? Was? 3? 365? Ja, ich dachte an diese 365 RGB. 365. Wie viele Hände sind in einer Wand? Haben wir die Hände? Aber eine Wallclock in einer Wanduhr? Hände? Ich glaube Zeiger. Boah. 3 Stück oder nicht? Das war's mit. Alter, woher weißt du sowas? Hä, Bro? Oh, du hast gewonnen! Minutenzeiger, Sekundenzeiger und Stundenzeiger. Ja, oder nicht? Safe. Ja, okay, dann ist es schlecht, unentschieden Alter. Jetzt. 1-1, entscheidende Runde jetzt. Wie viele Beine haben Kakerlaken? Wie viele haben die? 4 haben die. Nee, Dings hier. 8 haben die. Nein, ist doch keine Spinne. 6! 6 Beine, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, sie ist 16. Hat 16 geschrieben. Aber ich will gar nicht wissen, wenn da eine Kakerlake weiter vorbeikommt. Die denkt wie viele astrologische Zeichen gibt es im chinesischen Tierkreis, Digga? Warte mal.
Astrologische Zeichen. Ich weiß es, ich weiß es. Oh mein Gott, Digga, ist eigentlich simpel. Ist eigentlich simpel. Warum weißt du es? Kann man sich. Das ist eigentlich simpel, Bro, das kann man sich denken. Acht oder was? Nein, oh mein Gott, ich bin so schlecht. Oh mein Gott, du bist doch. Hä, Antwort ist 12. Ja, war richtig. Okay, dachte ich. Für jeden Monat eins. Ach so. Welche Nummer ist größer als 4 oder 6? Hä? 6? Eine 7. Eine 7 natürlich. Nein! Das muss höher als 6 sein. Nein. Ne, 6. Hä? Haben wir es nicht verstanden? Ja, entweder verstanden. Ist 4 oder 6 höher? Tja, 6 ist höher. Hä? Also, ach so, Digga. Wie viele Nullen gibt es in 1000? Also, das ist ja das wirklich eine Babyfrage, ja, Alter. Einfach. Wenn das keiner von euch wüsste, Alter. Also, das sollte man wissen: 10, 1 0, 100, 2 Nullen, 1000. 3. Hey, so, das weiß doch jedes Kind, sag mal. Okay, hier ist noch kein Wasser gestiegen bei mir, muss ich sagen. Echt noch gar nicht? Doch, einmal. Doch, ein bisschen. Einmal. So eine kleine Pfütze leider. Okay, wie viele Seiten hat ein Quadrat? Hast du dir echt einen Hint gekauft? Nein. Bist du schlecht? Bro, ich dachte ein Würfel. Square, ein Quadrat. Also, Digga. Okay, wie viele Seiten hat ein Pentagon? Oh, nein. Das ist, glaube ich, fünfeckig. Eins, zwei, Pentagon. Drei, vier, fünf oder sechseckig. Kleiner ja, fünfeckig. Lamborghini. Was? Sechs? Sechs? Hast du sechs? Ja, wahrscheinlich. Und gerade auf cool so. Stimmt, Lamborghini. Pentas auf fünf sogar, ne? Natürlich. Ach, Octagon hat. Ah, okay, warte. Jamie Reeds. Octagon hat acht. Okay, das, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hatten wir schon, ne? Alter, also wirklich, wie du noch so gesagt hast, das ist doch einfach. Ja, hallo, Würfel konntest du nicht mal machen. Ja, Quadrat. Ja, ja, Vierecken. Das war das Schwierige dabei. Dass ich wusste, ob es ein Würfel ist oder nicht. Okay, wie viele? Tödliche Sinne gibt es. Hä, ich hab's. Hä, das kennst du doch auch nicht. Deadly Hä? Sins. Nein. Was? Auf Deutsch heißen die, Gebote. Die 10 Gebote. Also, Bro. 7? 7? Oh nein. Hä? Wie viele Nullen in 1 Million? 1000, 10.000. Ist ja leicht. Hä, das ist nicht weiß. Wie waren's jetzt? Das ist nicht weiß. Hä, waren's jetzt 5 oder 7? Hä, bist du blöd? 7, so. Ah, du hast 6 genommen. Ganz normal hast du 6 genommen. 4. Ja, oh mein Gott, Digga, das war der Stein. 4, die hat 4 genommen. Okay, wie viele Seiten hat ein Dekagon? Boah, das weiß ich, glaube ich, auch. Gott. Ich glaube, das weiß ich auch. Oh mein Gott. Deka, ich glaube, das heißt übersetzt 10. Ja, und deswegen glaube ich. Ich habe auch 10 genommen. Ich habe auch 10 genommen. Ist auch richtig. Ich glaube, es ist 10. Okay. Wenn du in Mathe aufgepasst hast, weißt du, es ist 10 sind. Oh, ja. Sehr jetzt 12 schön. Genommen. Alter, noch einmal für die, ne? Ich glaube, dann war es das. Es wird knapp, Kasper, ne? Es wird knapp. Ja, wie viele Finger haben Simpsons-Charaktere auf jeder Hand? Boah, das weiß ich auch. Und zwar auf jeder Hand. Die haben 3 nur. Die haben 4, Bro. Das weiß ich. Die haben 3 Finger. Die haben 4. Die haben 3. Der Daumen ist doch kein Finger. Fünf! Nein! Was sind 5? Die haben 4, Bro. Anzahl der Farben auf der kanadischen Flagge. Boah, Bro, wie sieht die nochmal aus? Ich hab's. Ich glaube, es ist simpel, oder? Ich glaube, es sind echt nur. Es sind drei nur Farben. Zwei. Es sind 2 Farben, meine ich. Ich weiß, ich weiß. Rot und weiß. Rot und weiß. Ja, ja. 3. Ah, die springt schon rum, da weil die denkt, das kennt das überleben ist kann davon. So. Welcher gerade ist ein rechter Winkel? Also wirklich, wer das von euch nicht weiß, hat ein Passmesser auf in der Schule. 45 Grad. Bro, bist du lost 85? Hä, 45? Bist du ja richtig lost. Yeah. 26, Digga, jetzt aber auch raus hier. Also jetzt aber auch raus hier. Jetzt hier drauf gehen. Wie viele Farben gibt es in einem Regenbogen? Es müssen eigentlich 5 sein, oder nicht? 4 ist zu wenig. 5 oder 6? Es sind 5. Es sind 5. Hab ich auch. Es sind 5. Es sind 5. Hab ich auch. Nein, es sind 7? Es sind 7? Schon nie gesehen, so viele. Ich hab noch nie gesehen, Alter. Keine Ahnung. Das ist ja ganz chillig. Bitte, was machst du da? Ich hab ein Holzstück bei mir gespawnt. Wieso hast du dir ein Holzstück gespawnt? Na, ist nicht dein Ernst, Digga. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich wollte nur wissen, was es bringt. Ich wollte wissen, was es bringt. Na gut. Wie viele Beine hat ein Schrimp? Oh nein. Ein Schrimp. Die haben mega viele. 14 oder 16 sein. Es sind 12. Nein, ich hab gar nichts eingegeben. Verdammt. 10. Ich war jetzt überlegen, ob ich 10 nehme. Ah! Ja! Yeah! Ja, ich hab gewonnen. Nein! Ich hab gewonnen. Da, la, la, la. Guck mal, da tanze ich. Juhu. Verdammt, ey. Ja. Kaspar, unsere Mutter ist da unten versteckt. Wir müssen sie finden. Nein.
sein, hier unten irgendwo drinne. Ich weiß, guck mal, wir können. Oh mein Gott, was machst du? Oh mein Gott, wir können Bomben legen. Was? Wir können hier einfach echt Bomben legen. Okay. Und alles wegsprengen. Lass uns mal probieren. Lass mal probieren, hier die Mutter zu finden von uns. Und. Okay, ich hab das Gefühl, die ist in dieser Ecke hier. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen aufteilen, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab grad. Alter, du warst schon voll das tiefe Loch da. Yo. Alter. Wow. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kommst du wieder raus? Du musst drauflegen, zurück zur Oberfläche. Das geht dann. Boah, okay, okay, okay. Guck also mal, ich kann jetzt Mutter finden. Oh, ja. Das Ding ist, Bomben die ist mit ihrem Rollator in irgendeine Höhle reingefahren, ne? Oh nein, das heißt, mit du musst jetzt probieren, sie zu finden, oder was? Ja, die ist hier irgendwo versteckt unter dieser ganzen Erde. Okay, dann lass auf jeden Fall so doll klicken, wie es geht. Ich glaube, wir können auch sogar andere Bomben verwenden, ne? Das heißt, wir können uns andere ein bisschen schneller im Shop kaufen. Ja, ja, die ist wahrscheinlich richtig tief, unsere Mutter. Die ist richtig reingebohrt mit dem Rollator. Guck mal, ich kann. Ich habe auf jeden Fall gehört, es ist 5 Kilometer tief hier. Ich habe mir jetzt einen Molotow geholt. Ich glaube, es ist jetzt stärker oder so, ne? Kann das angehen, oder? Zeig mal. Boah, ich glaube, es ist deutlich stärker. Okay, ich gehe jetzt hier mal nach unten. Okay. Alter, das ist extrem stark. Du hast hier schon so ein krasses Loch gebohrt. Alter, das geht richtig tief hier. Alter, wir können ja richtig coole Sachen machen, ne? So, wir können auch sogar eine Atombombe sogar kaufen gleich. Nee, ich habe die noch nicht gefunden. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo. Die könnte ja überall sein, ne? Warte, die könnte überall sein in diesem ganzen Bereich, aber ich gucke hier einfach ein bisschen rum. Alter, das ist. Wir gehen hier so tief rein, ne? Wir gehen hier so tief rein. Ich meine jetzt hier die ganze Oberfläche jetzt mal so, dass wir uns allgemein ein bisschen weiter runtergraben. Die können sich nämlich überall verstecken. Ja. Nicht, dass sie auch direkt hier gleich an der Oberfläche ist, aber wir haben ja einfach noch keine Sachen gelegt. Deswegen liege ich gerade überall hier oben. Stimmt. Alles weg, dass ich hier alles einmal weggesprengt habe. So. Das Problem ist, du siehst ja oben die Zahl, ne? 5000 steht da bei dir, glaube ich. Oh ja. Und das ich Ding weiß, ist, ich sehe es. 5000 ist die Erde tief und du kannst ja mal in so ein Loch reingehen. Weißt du, wie viel wir durchstöbern müssen, damit wir die finden? Das Problem ist, wir haben nur noch 6 Minuten 45 Zeit, um unsere Mutter zu finden. Sonst wird sie unten einfach. Ersticken. Hier hat er gar keine Luft mehr. Oh mein Gott, okay, warte mal, wir müssen schneller gucken. Ich droppe jetzt überall, weil ich hier noch ein bisschen Ich mache gerade so viel, wie es geht. Alter, es geht ja so. Alter, hier ist er schon richtig tief unten. Was? Oh mein Gott. Was ist, wenn sie ganz unten ist? Glaubst du, die könnte auch ganz unten sein? Könnte auch sein. Könnte auch sein, ja. Oh, guck mal, ich mache jetzt hier alles. Boah. Also, ich glaube, ich grabe mich jetzt einfach hier mal ein bisschen nach unten. Mal gucken, ob die hier kommt. Ey, das geht so tief gerade, ne? Ich sehe schon alles. Ich weiß ja auch nicht genau, wie sie aussieht, weißt du? Die kann ja hier überall sein, in jedem Bereich. Alter, ich habe mich gerade hier auf der einen Seite so extrem tief gebuddelt. Ich bin schon auf 4000. Wie hoch bist du gerade? Ja, 4200. Ja, ich auch. Das Ding ist, wir hätten sie jetzt schon übersehen können, wenn sie in irgendeinem anderen Loch ist, weißt du? Weiß man ich auch weiß, nicht. Ich weiß, es ist richtig doof, ist richtig schwierig. So viel Deswegen, Platz noch. Ich glaube mal, ich werde jetzt mal ganz kurz eine Atombombe holen. Für zeig mal. 200 Robux ist natürlich auch schon krass, ne? Was gibt's überhaupt so im Shop? Atombombe? Größere Atombombe? Star-Atombombe? Was gibt's hier? Ich kaufe jetzt erstmal eine normale Atombombe. So, soll ich die ganz unten droppen oder soll ich die lieber hier oben droppen? Was glaubst du? Die kannst du nur einmal droppen? Ich dropp die jetzt nur einmal hier. Oh mein Gott. Nein, ich hab. Die kann ich jetzt häufiger droppen. Nein! Du kannst sie unendlich droppen. Mach richtig rein Alter, da überall. Guck mal, warte jetzt. Ich glaube, jetzt hab ich zeig das mal, oben gemacht. Oh mein Gott! Guck mal jetzt hier. Oh mein Gott. Guck mal, ich hab jetzt die ganzen Atombomben. Ist die schon irgendwo? Oh. Da oben ist irgendein Block, der nicht weggeht. Alter! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott, wir fallen. Ist sie da? Ist sie da? Nee, da ich dachte gerade, mach mehr Atombomben hin, komm überall. Alter, die sind Alter, der Geisteskrank. Oh mein Gott. Was? Hier ist schon Stein. Hier ist ein halber Krater. Oh mein Gott, okay, weiter runter, wir müssen weiter runter. Ich sag dir, die kommt hier irgendwann. Es könnte gut sein. Wir können ja mal hier komplett auf den Boden gehen, auf der Seite. Ja, komm, Alter! Ey, mein Molotow bringt gar nichts mehr. Alter, was passiert? Drück noch schneller. Ich frag mich jetzt, wenn wir auch die Zar-Atombombe haben, weißt du? Die größere Atombombe erstmal. Mal gucken. Die sieht ja auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Für 800 Robux. Ja, wir haben nur viel Zeit, unsere Mutter zu finden. Ah, ja, stimmt. Okay. Okay, jetzt habe ich hier die größere Atombombe. Alter, du bist lebensmüde. Okay, komm. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Was? Wie viel sprengt die weg? Das hat hier alles weggesprengt. Okay, du musst jetzt auf jeden Fall oben alles frei machen. Mach das. Ich mal jetzt hier oben, ich gehe. Wir haben nur 3 Minuten 44 Zeit, um unsere Mutter zu finden. Alter, ich sehe gerade, guck mal, pass auf, ich lege jetzt hier oben die Atombomben rauf. Ha!
Oh mein Gott, das kann sowas werden. Oh mein Gott! Alter! Okay, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Die finden wir safe, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Krass. Alter, guck dir das mal an. Hier bleibt da fast gar nichts mehr über. Oh nein, hier rechts ist noch viel über jetzt. Alter, wie tief ist das noch schon? Hier rechts noch viel über. Ich gehe rauf, falls hier sein sollte. Okay, so, ich probiere gerade. Ich habe halt nur Molotow. Ja, ja, okay, ich probiere gerade hier irgendwie. Ja. Ich glaube, vielleicht brauche ich noch eine größere Atombombe. Weil jetzt könnte theoretisch einfach hier sein, weißt du? Oh, ich kann hier hochklettern. Alles gut, ich kletter hoch gerade. Ich kletter hoch hier. Ich bin hier oben. Ich mache hier gerade schon. Oh. Die ist hier nicht. Wie glaubst du? Nee, die ist hier leider nicht. Oder? Also, wie sieht's aus? Wie sieht die überhaupt aus? Ich hab's voll vergessen. Ich glaube, die sitzt Alter, in so einem Rollator. Alter, es geht so tief. Alter, es geht hier so tief. Dann ist sie auch ganz unten, weißt du? Könnte auch sein, dass sie ganz unten ist. Ja, kann auch sein. Komm, bau weiter durch, Leute. Einfach alles raushauen. Alter, ich bin bei 1700. Alter! Ey, was passiert hier? Yo! Ich bin jetzt mittendrin in deiner Explosion. Das ist so fett hier gerade. Was? Da war sie? Da war so ein Krater. Nee, aber ich hab mich verguckt, glaube ich. Nein, ich. Alter, jetzt sind wir schon bei Lava. Wir sind schon bei 900 jetzt gerade. Oh, jetzt liegen die oben. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Alter, dann haben wir nur zwei Minuten Zeit. Wir haben nur zwei Minuten Zeit, um die zu finden. Ah, ich bin unten. Ey, ich bin schon bei Minus. Ich bin schon minus 22. Was? Die muss hier sein irgendwo. Okay, kann ich doch gar nicht Minus sein, oder? Ich weiß nicht. Ich mache hier gerade zu viel, es geht doch. Ey, die ist niemals in diesem kleinen Bereich, den wir eben noch nicht freigesprengt haben. Niemals. Glaubst du? Die muss hier noch kommen gleich. Alter, was? Ich bin auch gerade Minus. Hä? Ich bin schon minus 500. Okay, ich hole mir jetzt nochmal. Wo ist die denn jetzt? Ich hole mir jetzt die Zar-Atombombe. Für 1200. Und wer wird jetzt die Zar-Atombombe? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oha. Oh mein Gott, guck dir an, was hier. Alter! Oh, die explodieren jetzt gerade in der Luft, Alter, ne? Alter, komm, wir müssen nach unten. Oh mein Gott! Oh mein Alter. Gott! Oh mein Alter. Gott! Alter! Was? Schaden macht das? Das geht so tief gerade! Die sprengt ja alles weg! Die sprengt ja komplett die ganzen. Die sprengt alles weg! Ich weiß nicht, also, wenn die hier irgendwo sein sollte. Alles gerade kaputt. Warte mal! Weiter, und da kommt die, glaube ich! Mach weiter, schnell! Da ist sie! 5 Sekunden! Was? Das werden wie so Leute zu grün! Siehst du es nicht? Oh yes. Mein Gott! Oh mein Gott! Mamas Haus! Wir haben es geschafft! Wir sind bei ihr! Wir sind bei, ja, wir das, sind bei unserer das Mutter! Das glaube ich nicht! Was? In der letzten Sekunde? Lass mal erkunden, zeig mal! Guck mal, wir sind endlich wieder zu Hause bei ihr! Wie cool ist das denn? Wie krass! Und wir können auch noch hier unseren Vater hier finden! Hier ist sie! Guck mal! Hier im Ehrlich? Raum drinne! Guck mal, Mama, Yo. Wir haben dich! Und drück drauf! Okay. Ja, wir haben unsere Mutter gefunden! Was machst du hier? Was machst du, Komm Mutter? Komm mit uns nach oben! Oh mein Gott, nein, warum hast du uns verlassen? Ey, das war ja richtig cool. Oh mein Gott, wir haben sie gefunden, yippie! Juhu! Hättet ihr gedacht, dass wir unsere Mutter finden, Leute? Bleibt auf jeden Fall dran, wir machen jetzt ein richtig cooles Spiel, was ihr auf jeden Fall nicht verpassen wollt. Wir werden nämlich heute mal in Roblox probieren, welcher Treibsand denn so am gefährlichsten ist. Diese Frage stellen wir uns nämlich heute und diese Antwort bekommt ihr nämlich, denn so werdet ihr auf jeden Fall im Leben immer gewappnet sein. Wir haben sogar Schleim, Moor, also alles, was ihr quasi in echt so sehen könntet, wenn ihr auf jeden Fall auf verrückte Reisen geht. So, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall schon mal an mit Schlamm und hier sind auf jeden Fall auch andere Leute am Start und oh Gott, wenn man da reingeht, warte mal, ich gehe jetzt in den Schlamm rein und ich versinke langsam. Oh Gott, aber man kommt, guck mal, wenn man im Schlamm drin ist, kommt man halt doch relativ leicht wieder raus. Ich glaube, je länger man stehen bleibt, desto mehr rutscht man dann rein, ne, Leute, aber oh Gott, okay, ey, das ist ja mega, mega cool. Also Schleim ist auf jeden Fall schon mal eins der etwas ungefährlicheren Sachen. Sollte man aber trotzdem unterschätzen, vor allem wenn man halt richtig dreckig wird, ne? Also, da wird auf jeden Fall eure Mutter euch nicht freuen, wenn sie das Ganze in die Waschmaschine machen muss. Als nächstes haben wir jetzt hier Ton am Start. Und ist es jetzt hier... Oh Gott. Ach, Ton ist denn hier... Oh! Jo, wir... Oh, Hilfe! Was? Wir versinken extrem schnell davon, ne? Guck mal, wir versinken einfach extrem schnell. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich komplett versinke? Oh nein, 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 nein. Meine ganze Welt wird gerade voller Schnee oder so. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich glaube, ich setze mich ja wieder ganz kurz zurück. Aua, oh Gott. Okay, also das heißt, je tiefer man geht, desto mehr spürt man quasi diesen Effekt vom Ton und sonstigen Dingen. Wir haben jetzt auch Teer. Ah, das heißt, wenn jetzt so Asphalt frisch gemacht wurde, Leute, auf der Straße, das ist dann einfach Teer. Und aus dem kommt man eigentlich nicht mehr raus, ne? Oh Gott.
Guck mal, ich bin voller. Leute, ich bin voller Teer. Hilfe! Hilfe, ich brauche Hilfe! Hilfe noch jemand! Hallo du! Du musst mir helfen, bitte! Kann ich den greifen? Oh nein! Nein, 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 nein! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Oh! Oh Gott, wir sind unter Teer! Kann ich wieder hochkommen? Nee, wenn man einmal unter ist, Leute, kommt man anscheinend nicht mehr hoch. Ey, was? Ich kann jetzt nicht mehr hochgehen, ne? Das geht nicht, ey. Ey, wir haben hier auf jeden Fall noch viele, viele andere Sachen am Start. Und das Coole ist halt, guck mal, wir haben jetzt erstmal jetzt Treibsand. Das ist der originale Treibsand, Leute. Sogar trockenen Treibsand. Okay, warte, ist das hier ein Unterschied irgendwie? So, das ist Treibsand. Und ich merke schon, man kommt da relativ schwer wieder raus. Also, man kann halt so rübergehen. Aber der ist eigentlich noch relativ entspannt. Oh Gott, ey, jetzt sind meine Hände auch schon wieder gelb. Ah, guck mal, was ist denn jetzt? Laufe? Fühlt das ein bisschen eklig an, ne? Wie sieht das aus beim trockenen Treibsand? Ist der irgendwie gefährlicher, Leute? Hä? Oh nein, 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 nein. Ich komme nicht mehr raus. Oh Gott, ich komme doch noch raus. Ey, Leute, das sieht auf jeden Fall echt hier alles mega gefährlich aus. Also, das haben wir jetzt hier nassen Treibsand. Oh, Junge. Jo, nein, 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 lass mich hier raus. Ey, Leute, Hilfe, ich spring noch schon die ganze Zeit. Aber irgendwie der nasse Treibsand, ah, Hilfe, hilf mir doch jemand da vorne. Na, okay, also nasser Treibsand macht uns auf jeden Fall auch anscheinend relativ kaputt, Leute. Ich will mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier in Schleim reingehen. Wir haben jetzt hier Schleim, Leute, und in Schleim passiert eigentlich, wie man sehen kann, ist Schleim eigentlich relativ entspannt. Ne? Man hat da natürlich danach hier diese Glibberform. Die sieht auf jeden Fall auch echt mega cool aus. Bei Moor ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt hier in so einem, das sehen wir ja fast gar nicht. Also Moor ist auf jeden Fall auch noch richtig, richtig entspannt. Ne? Wir haben ja noch richtig viele verrückte Sachen. Was haben wir hier jetzt gerade? Wir haben nämlich anscheinend Glückwunsch. Hä? Ist das so Wackelpudding? Oder was soll das sein, Leute? Oh nein, sag jetzt nicht, dass hier ist Kacke, oder? Oh, Leute, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Geh mal ganz kurz weg, Kollege. Wir haben hier einmal den Dschungeltreibsand. Ah, die ist sogar noch Lava. Okay, warte mal, Dschungeltreibsand. Oha. Jo, der ist ja voll gefährlich. Guck mal, wie tief wir hier sinken. Einmal beim Dschungeltreibsand. Dafür steht auch vielen Dank für die Unterstützung. Hilfe! Oh Gott, ich bin ein bisschen angetroffen. Was ist das denn hier? Wir können hier was kaufen, Leute. Ich glaube, ich kaufe es mal ganz kurz. Ich will hier vorne auf jeden Fall noch abchecken, wie es ist, wenn wir zum Beispiel in Lava reingehen. Ist sogar Honig, Leute. Okay, Lava muss ich doch locker direkt... Oh! Ja. Okay, ich glaube, zu Lava musste ich jetzt nicht viel sagen, Leute. Ich meine, wir können da halt echt nur eine Sekunde reinspringen. Honig soll ja auch anscheinend mega, mega klebrig sein. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir quasi... Wenn wir durch Honig... Wir haben direkt richtig klebrige Beine. Warte, wenn ich jetzt wieder rauslaufen möchte, klebe ich doch locker richtig am Boden fest, ne? Warte, wir haben jetzt hier Nassbeton. Okay, warte, das ist jetzt Beton. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute, ich bin jetzt hier gerade anscheinend Honig und Beton, ne? ich bin damit voll gemischt, Leute. Jetzt haben wir Dichtertreibsand. So, Dichtertreibsand. Okay, das brauche ich einfach anscheinend gerade echt. Also, in der Zeit, wo ich versunken bin, ne? Ja, guck mal, der hilft mir sogar raus, Leute. Der hilft mir raus. Was ein Ehre, Mann. Wie nett der einfach ist, ne? Der packt mir jetzt hier einen Honig. Ist echt nett von dir. Dankeschön. Hallo, kannst du mich loslassen? Warte, ich muss jetzt hier kann gepackt werden. Mal. Jetzt hänge ich hier fest. Der hat mich festgemacht, Leute. Jetzt hat er mich in Honig reingeklebt. Mann, muss ich wieder zurücksetzen. Oh, der Todesspagat. Kann ich eigentlich auch die anderen Leute greifen und die dann in so Sachen reinpacken? Weil wir hatten jetzt hier gerade den dichten Treibsand oder gebrochener Schlamm. Und der gebrochener Schlamm macht halt auf jeden Fall drecken unsere Hose dreckig. Aber der ist auf jeden Fall jetzt nicht wirklich gerade sehr, ja, wie kann man es sagen, Leute, gefährlich. Ne? Moor. Jetzt nochmal Moor mit... Oh. Oh, 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 das ist denn... Oh, guck mal, man kann fast gar nicht rausgehen, ne? Ey, wir haben sogar noch Obbys. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt hier einfach nehmen, Leute? Kann ich den jetzt einfach nehmen? Oh, oh mein Gott, ich hab ihn. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt einfach nehmen und zu Lava hingehen und ihn da reinschmeißen, Leute? Ja, das wäre ja zu krass. So, komm schon, Kollege, komm mit. Ich pack dich jetzt in Lava. So, Lava rein und zack. Ja? Oh, 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 er hat's rausgeschafft. Nein, 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 das war nur ein Prank. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ja, yeah. In die Lava mit dir. Oh nein, okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier schnell durchziehen, Leute. Wir haben uns jetzt ein paar Feinde gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Sachen am Start. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Obleg. Was soll denn Obleg sein?
Oh, oh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gefährlich, Leute. Oh, das sieht echt sehr gefährlich aus, das Ding. Obleg, was ist denn das, bitteschön? Das ist, glaube ich, kein... Oh, ist das Kaugummi? Wie sehe ich denn aus? Schmutzig und sauber zugleich. Dschungelschlamm. Was haben wir hier noch gerade? Warte mal, erst der Dschungelschlamm. Ja, auf jeden Fall auch relativ... Also bis jetzt auf jeden Fall Lava am gefährlichsten, Leute. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Jo, 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 jo. Ich komme nicht mehr hoch. Hilfe. Hilfe, was ist das? Was ist das? Wo bin ich drin? Das ist ja eklig. Ich glaube, es ist eklig. Ich bin ganz dunkel. Ich bin ganz vollgeschleimt. Ey, nein. Lass mich hier raus, bitte. Ey. Hey, was war das denn jetzt gerade schon, wo wir drin waren, Leute? Das sah ja übertrieben komisch aus, ne? Warte mal, ich gehe mal hier vorne mal ganz kurz hin. Weil ich glaube, wir haben noch gleich die Obbys, die wir machen können. Aber das sah ja richtig komisch aus. Guck mal, er kommt da auch fast gar nicht mehr raus, Leute. Was haben wir denn hier jetzt? Flüssig Miere. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben auf jeden Fall ja noch die Seite hier am Start. Und zwar haben wir noch hier Nassschlamm, dichtes Gurtband. Was? Dichtes Gurtband? Oh Gott, das ist einfach meine Hose. Auf Stein? Seife. Ist doch eher rutschig. Ey, als ob ich in Seife so doll versinke. Ich dachte, es ist eher rutschig. Hilfe! Hä, Seife? Hä, warum ist Seife so krass? Ey! Ich bin jetzt ein Seifenmensch. Leute, ich komme bei Seife nicht mehr hoch. Ich kann so viel drücken, wie es geht. Ich werde von Seife ersticken. Aua. Hätte nicht gedacht, dass Seife so gefährlich ist, Leute. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. So, warte mal, was haben wir jetzt hier noch hier vorne? Weil ich glaube, wir haben hier vorne... Oh, Gülle. Oh, Gülle ist, glaube ich... jetzt sehe ich richtig scheiße an den Beinen. Buchstäblich nur ein Loch. Okay. Ich würde sagen... Wir gehen mal rein, Leute. Yippie! Nein! Nein, nein, nein! Oh, da sind wir noch die ganzen anderen Löcher. Wie cool ist das denn? Nee. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier fast alles abgecheckt. Ich will jetzt aber ganz kurz wissen, was das hier für Obbys sind, Leute. Ob wir dadurch halt irgendwas Krasses entdecken. Irgend so eine Mischung aus gefühlt manchen... Hier ist sogar McDonald's. Das heißt, hier haben wir, glaube ich, gerade fettig ganz, ganz viel Fett hier auf dem Boden, Leute. So, jetzt hier ganz vorsichtig rüber. Und jetzt sind wir hier sogar schon hier im nächsten Bereich. Und jetzt haben wir anscheinend hier gerade die Obby schon abgeschlossen, wo wir jetzt hier gerade sind. Das sieht auf jeden Fall gerade echt mega cool aus. Kommen wir jetzt auch nochmal irgendwo speziell raus, wo wir so eine zweite Etage gehen. Gut gemacht für die Obby. Okay, also wir hatten jetzt, glaube ich, gerade vorne gerade noch eine zweite Obby, ne? Okay, ich gehe mal ganz kurz wieder vorne, Leute. Jetzt schaffen wir auf jeden Fall die Obby. Hier bei dem Ding. Das war ganz schön knapp. Okay, hier müssen wir, glaube ich, am besten so außen ran springen. Um dann hier hoch zu klettern. Ja. Nein! Nicht in die McDonald's! Och, nö! So, jetzt schaffe ich aber die Obby, Leute. Kein Problem hier. Hier kein Problem auf der Titanic. So, okay. Pass auf, jetzt hier schön einmal. So, hier hoch. Okay, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. So, ich muss, glaube ich, jetzt hier einmal links außen. Kletter! Kletter! Kletter doch, was machst du denn hier auf das Ding zu rammeln? Ey, Leute, ohne Spaß. Er kommt ja nicht mehr hoch, ich häng fest. Also die zweite Obby schaffen wir anscheinend nicht. Das Gefährlichste war auf jeden Fall Lava, Leute. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt mit Treibsand und allgemeinen Experimenten, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus. Haut da rein, bis morgen. Ciao, ciao.